So, fangen wir mal von vorne an. Also, ich gehe jetzt erstmal auf, fangen wir mal von vorne an. Und zwar, was ich noch festgestellt habe, das kann er sich nicht merken. Ich stelle das jedes Mal ein auf Flight Mode der Sender, der kann sich das nicht merken. Der stellt es immer wieder zurück. Ich verstehe es nicht. Das ist irgendwie Software. Das gibt kein gutes Gefühl irgendwie. Jetzt fangen wir mal an bei Gyro. Ich habe das jetzt alles auf 80. Die Profis stellen es wohl eher ein bisschen hoch für Normal. Für ihre Stunt-Flüge gehen sie eher runter auf 75, 70. Deswegen dachte ich mir, ja gut, dann gehst du halt für Normal, gehst du eher ein bisschen rauf. Envelope ist jetzt 20 Grad, ne? Also 20 Grad habe ich mal mit der Pitch-Leere gemessen. Das reicht jetzt erstmal, um so ein sicheres Gefühl zu bekommen. Ich weiß aber nicht, wenn das jetzt auf Off steht, ob die zwei Werte überhaupt greifen, ob da überhaupt irgendwas berücksichtigt wird. Weiß nicht, was sich die Hersteller dabei gedacht haben. Jetzt testen wir die Schalter durch. Normal. Stunt 1, Stunt 2, Stunt 1, Normal. Hold. Agility steht jetzt auf 20, da kann man 0 bis 200 einstellen. Weniger ist wohl less Robotik. Also Robotik ist für mich so ganz ruckartige, zackige Bewegungen. Und für mich ist less Robotik ist für mich eher so, naja, so ein smoothes, eher so ein Gleitgefühl, ne? Nicht so ein, sondern eher so ein. Das ist für mich less Robotik. Ob das jetzt stimmt, der Wert, kann ich nicht sagen. Die Einstellungen, die lasse ich so. Also ich habe keine großen Vibrationen. Die habe ich ein bisschen runtergesetzt. Derivative. Proportional Int, die habe ich alle ein bisschen runtergesetzt, um die Vibrationen noch rauszubekommen. Wie gesagt, Safe ist jetzt eingestellt. Attitude Trim, das habe ich jetzt auf 465, damit er noch ein bisschen nach rechts, also er soll nicht nach links driften. Wenn er jetzt den Wert nach oben setzt, dann ist das anscheinend für rechts zuständig. Weiß ich auch nicht. Das sind wäre auch ganz komische Werte, die man da einstellen muss. Zu Throttle. Da bin ich gestern zweimal mit 100% geflogen. Weil ich dachte eigentlich, jetzt habe ich es raus. Das stand auf 65. Bei 70%, der hebt da ungefähr ab. Da geht's los. Ich dachte ich mir, jetzt stellst du das auf 100%, dann kann jetzt eigentlich, dann hast du es jetzt geschafft. Ne? Aber ich habe gestern abgehoben, zweimal. Ne? Das erste Mal so und dann hat er gleich so gemacht. Beim zweiten Mal ging das irgendwie so
Also es war, also der Hover-Effekt soll eigentlich verhindern, dass das Ding kippt. Also egal in welche Richtung, ne? Also der Hover ist eigentlich, wenn man es 100% stellt, alles was unter 100% ist, gibt der Gyro sich besonders Mühe, den Vogel besonders stabil zu halten. Dafür ist es ja da. Da dachte ich mir, ja gut, wenn du es auf 100% stellst, dann ist es ja noch besser, ne? Dann ist er ja noch stabiler, selbst wenn du den Stick jetzt voll hochdrehst. Also in jeder. Also ich bin jetzt so ein bisschen am Ende meines Lateins. Hatte jetzt wie gesagt gehofft, also die schaffen das, so einen ganz stabilen Take-off, ne? Also bei dem Vogel ist das immer noch so ein. Ist viel zu unruhig. Also es ist nichts für Beginner. Der Flight Controller, das ist, bin da echt ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ich kann jetzt mit dem Vogel einfach nur so ganz langsam anfangen, ne? So kurz vorm Abheben, dass der Flight Controller schon mal merkt, ja, ich lerne jetzt schon mal dazu, ne? Ich weiß schon mal, was stabil ist. Also ich muss dem dann immer noch beibringen. Also ich bin dann erst 5 Minuten, habe ich ja nur, ich bin dann 5 Minuten lang am Rumprobieren. Also erstmal 5 Minuten lang die richtige Stellung zu finden, damit der Schwanz nicht gleich beim Abheben, damit der nicht gleich so macht oder so macht. Ne? Also erstmal die richtige Stellung finden, damit der schon mal so in der Lage ausgerichtet ist, damit er schon mal so abhebt und nicht so und auch nicht so. Also das muss ich anfangs vorm Abheben schon mal ausrichten, sehen, dass das irgendwie stimmt, ne? Und dann als nächstes, kurz vorm Abheben, bin ich dann mit dem rechten Knüppel beschäftigt, ne? Weil der Vogel macht manchmal, der macht dann manchmal gerne so, ne? Manchmal ist es auch so, ein bisschen andere Richtung, oh, mag man gar nicht. Oder halt nach hinten, ne? Wenn man dann Gas gibt, dann fängt auf einmal an, der Schwanz, der drückt sich dann runter. Und dann, bin ich dann erstmal so ein bisschen nur damit beschäftigt, hier so ganz kleine Justierungen vorzunehmen, bis ich dann irgendwann nach 30 Sekunden Laufzeit so das Gefühl habe, ja okay, 45 Sekunden, jetzt liegt er einigermaßen stabil. Jetzt kannst du noch ein bisschen mehr Gas geben, noch ein bisschen mehr Gas, ne? Und dann kommt, hebt er ab und dann kommt gleich so ein sowas oder sowas. Ne? Also ich bin am Ende mit meinen Dateien gerade.